Liebe Leute, seid mir ganz recht herzlich willkommen hier bei den Telefonschlampen, wo wir in der letzten Folge den guten DeBolt entlassen mussten. Schade eigentlich, war ein guter Mitarbeiter, hat also echt Gutes reingeholt. Allerdings, ne, der hat uns beklaut und sagte, will du wenigstens noch so Reinigungskraft arbeiten, aber ne, bei Diebstahl hört die Freundschaft auf, ne, und insofern gehe ich jetzt hier mal auf Schließen und werde jetzt hier mal ein bisschen was beschleunigen. Wir sind jetzt hier seit, Moment, du hast dein Ziel erreicht, hältst eine Belohnung, 6, raus hier, jemand hat gekündigt, 300, Pfeifen. Ja, super. Und dann wird uns abgezogen. Ja, perfekt. Egal, musste sein, ne? Also wie gesagt, Diebe will ich hier nicht haben. Insofern müssen wir mal gucken, dass wir den Scheiß auch ohne die ganze Scheiße hinkriegen. Ne? Mann! Packe, Klauerei hier. Unglaubliche Handys werden geklaut, Geld wird geklaut, alles wird geklaut hier. Ne? Man klauen ist auch scheiße. So, das ist natürlich irgendwie alles ein bisschen tragisch, ne? Denn jetzt sind wir, denke ich mal, weiter von unserem Ziel entfernt als gehabt. Ich muss hier wieder diverse Agenten einstellen. Ich habe zwar jetzt wieder mal ein bisschen Urlaub gegeben, ne? Im Off quasi, ne? Aber was soll ich sagen? Ne? Es hat natürlich wieder viele gekündigt, ne? Und habt ihr gesehen, was ich hier gerade einstellen musste. Ne? Und das heißt, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier, ne? Das läuft alles irgendwie ein bisschen. Ne? Ja, schade eigentlich, ne? Aber wie gesagt, vielleicht kriegen wir es jetzt mal hin, dass wir ein bisschen Kohle machen, ne? Autobahn wieder ganz gut wieder abgefrühstückt, wobei ich jetzt etliche da von den Autobahnern auch in den Urlaub geschickt habe, weil die leider auch echt sehr schlecht drauf waren. Und ja, nun, mal gucken hier, ne? Na, ich gucke hier das wutentbrannte Gezeter der Leute an, ne, weil hier die verdammte Scheiße mit den Aufzügen einfach nicht funktioniert. Hätten wir schon zwei Mengen gekriegt, aber die Leute mussten uns irgendwie beklauen, bediebstählen und dann hat das halt nicht funktioniert. Ne. So, da ist mir einer gekündigt. Kamikaze, Defloid, gekündigt. Hä? Defloid, hab ich den nicht gekündigt? Ja, wahrscheinlich. Pfeif drauf, ich kündige. Mir egal, ich verpiss mich hier. Ja, wir haben wahrscheinlich noch einen zweiten Defloid gehabt, ich weiß auch nicht. Also, ne, war das hier inbound? Scheiße, Moment. 19 Dinger wieder verloren. Gut, ich hatte viel outbound Urlaub gegeben, habe ich ja gesagt. Ja, möchten das mal speichern. So, jetzt kurz gucken. War noch ein outbound Platz frei? Da will noch einer frei. Aber outbound haben wir es jetzt eigentlich in den letzten Tagen immer geschafft. Die paar Dinger, die wir verloren haben, ist mir erstmal egal. Weil inbound müssen wir erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen was machen, denn ich will endlich mal einen verkackten Aufzug haben. Ich bin hier schon seit 1000 Folgen, ne, dabei, diesen verdammten dämlichen Aufzug irgendwie klar zu machen und ich kriege sie irgendwie nicht hin. Nicht immer meine Schuld, ne, aber ich glaube, wir hätten damals so das Kreuzenlinger draufsetzen sollen, dann wäre es ein bisschen schneller gegangen. Aber gut, vielleicht packen wir es ja jetzt irgendwann mal. Ne? Schöne Belohnung oder so wäre noch eine gute Sache, aber aktuell sieht das nicht nach Belohnung aus, ne. So. Genitals, Freunde, kriegt ihr das hin hier, ne? Hier, guck mal, sieht so aus wie Schweinestall. Wir noch hoch da, ne? Genau. Na, ja, geht an die Etage auf jeden Fall, sieht gut aus. Wir auch schon wieder bald einen einstellen, ne? Verdammte Axt, ey. Attila müssten wir, obwohl aktuell qualmen nicht wirklich viele Rechner. Um ehrlich zu sein, gar keiner. Jetzt freigestellt, Stockwerk 20, ja, super. Ich wünschte, ich könnte mir 10 leisten, ne, mein, du kleiner Stricher. Mann. So, Leute, ihr müsst jetzt hier alles geben, Freunde, denn wir wollen Aufzug. Wir brauchen Aufzug. Und die fangt schon meckernd an zu arbeiten und jetzt hoffe ich kein Dieb. Ey, bitte kein Dieb mehr. Mann. Ja, unser Kasimir ist ja kräftig was am Hämmern, ne? Und ja, unser Personal. Mitarbeiter kriege ich das schon wieder gerade geklaut. Ich habe nur diese Klaudinger. Wer ist denn da? Kamikaze Delma. Aha. Okay. Na gut. Anfragen, wen haben wir da? Aaron. Ja, komm hier. Wie gesagt, mache ich immer, ne? Und. Guck mal den Scheiß hier an, hier. Mann. Ja, ist natürlich dann, ne, höhere Gewalt, ne, ja. Mitarbeiter hast, die dich berumsten. Guck dir das mal an, was das hier für ein Geschreie ist. Verdammte Scheiße, ey. Das darf doch alles nicht wahr sein, ey. Vielleicht sollten wir einfach mal hier eine Toilette draufsetzen, damit die auch mit den Aufzügen mal ein bisschen was machen können, ne. Kiosk natürlich auch. Aber ihr seht, ne, hier, ne, geht auch nur hier über diese Seite, ne, und da gehen sie wieder zurück, ne. Warum sie da nicht hinkommen, weiß ich nicht, ne, vielleicht muss man sich so anstellen und den Fluss der Reihen nicht unterbrechen, ich weiß es nicht. Könnte eine Erklärung sein. Naja. So, ne, Kamikaze hat gekündigt. Ich gehe, weil ich einen echten Job annehmen kann. Ich stelle mich neuen Herausforderungen. Okay, viel Spaß dabei. Brauchen wir noch eine Puscheltante? Wir haben nur noch eine aktuell, ne? Schon wieder eine gekündigt.
Ich will mit meinem Schatz ins Kino. Ja, ist einzusehen. Aber ein Film ist nach 90 Minuten spätestens vorbei, ne? Und dann warst du zwar im Kino, hast vielleicht auch ein bisschen rumgeknüpft und so, aber dann bist du arbeitslos, ne? Naja, vielleicht kommt er ja wieder, wir wissen es nicht, ne? So. Ja. Können wir den neuen einstellen? Ein BO oder so? Oh, wieso sind denn... Ach, das ist zwar ein Outbounder, okay. Den müssen wir natürlich einstellen. Ein BO noch dazu. Gucken, wie lange sich das hält, ne? Ja. Eine schwere Schlachten hier zu schlagen gehabt, ne, liebe Leute. Ohne Scheiß hier. Mann, ey. So. 116 verlorene Outbound-Calls. Gut, ich muss sagen, ich habe einige in Urlaub geschickt. Ist nicht so leicht. Liebe Leute, es ist nicht leicht. Es ist ehrlich gesagt wirklich gar nicht leicht. Ich spare schon hier 10 Folgen auf meinen Aufzug und irgendwie kommt immer was dazwischen. Finde ich total scheiße, ehrlich gesagt. Na, ja, mal gucken, vielleicht kriegen sie es ja jetzt hin. Dann sind sie schön am Schribbern und am Schrabbern. Haben wir noch einen Platz frei für so einen kleinen Reinigungsmann? Ne, haben wir nicht. Alles besetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe richtig großen Keks gegessen. Nun bin ich krank. Gott, das hat einen großen Keks gegessen. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Wer kennt den Film? Und so zerbröselt der Keks eben. Oder so mal, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wer weiß, welcher Film das ist, der kann es gerne mal kommentieren. So. Okay, dann jetzt hier. Ich will jetzt hier endlich meinen Aufzug. Ich will meinen verkackten Aufzug. Kommt jetzt nur kein Dieb mehr. Ey, wir haben so viele Diebe hier, ey. Scheiße, mal ganz kurz gucken. Ist da einer richtig kacke drauf? Oh, Mann, jetzt guckt euch das doch mal an. Wenn denen keinen Urlaub geben, die kündigen. Ist einfach so. Komm hier, Urlaub, weg mit dir. Genehmigen, ich bin sicher. Mein Mitarbeiter sollte ja auch noch, ne, hier, da, Eigenschaften, Okay, es war ein Inbounder, meine Mitarbeiter, Mickel, ne, Mickel kommt, kriegst auch Urlaub, wumm, so, das war's erstmal, genau, schließen, so, hat wieder einer gekündigt, ja, Second Level, der ist krank, es sieht so aus, als ob ich meine Beine verloren gegangen sind, ja, das ist scheiße, die solltest du schnell wiederfinden, zum Telefonieren braucht man nicht wirklich Beine, aber, naja, ist auf jeden Fall besser mit Beinen, ne? Insofern gebe ich dir recht, okay, so, Mann, wir haben echt einen Durchstrick, liebe Leute, diese Diebe haben uns echt das Genick gebrochen, schon wieder eine Kündigung, ich kündige, um Indie-Spiele zu machen, ah, das war vielleicht der Programmierer, ah, okay, viel Glück dabei. Vielleicht machst du ein schönes Kreuzhinterspiel. Ne, gibt's schon. Okay, dann mach irgendwas Gutes anderes. So. Ja, irgendwie, ne? Das ist ein bisschen tragisch hier, finde ich. Ne? Alles sehr, sehr tragisch. Also Bonbon-Tante hier. Ach du Scheiße, was ist mit dem denn? Eric, Durchstands im Second Level. Wie lange ist der da? Ein Tag. Ja, der wird's nicht schaffen. Das sind dann die Leute, weißt du, von vornherein, die werden sowieso kündigen. Insofern braucht man da keinen Urlaub machen. Guck dir, ich ärgere mich echt aktuell wirklich tödlich, dass wir diesen verkackten Aufzug nicht hingekriegt haben. Und, Guckt euch das mal an, was hier steht. Das ist unglaublich. Das ist ein Stand-in im Klo, ne? Klo-Rock, ne? Klo-Demo, ne? Demo im Klo. Schöne Scheiße hier. Mann, ich riech mich auf. Nein, tue ich nicht. Bin die Ruhe in Person. Wir sind ganz entspannt. So, schon wieder einer gekündigt hier. Unglaublich. Kamikaze. Less Überraschung. Haha, finde ich gut. Ja, viel Spaß dabei. Ne? Schon wieder? Ich gehe, weil mir nicht erlaubt wurde, im Büro zu schlafen. Den Grund hatten wir schon mal. Überraschung finde ich gut. So, okay. Das heißt, wir können schon wieder einstellen ohne Ende. Ne? Nur irgendwie, ne? Ich protestiere, wenn ich dauernd arbeiten muss. Ja. Ist auf jeden Fall, war die Demo im Klo wahrscheinlich eben, da haben sie das beschlossen. Wir müssen arbeiten, wir kündigen. Aber dann noch rauskommen, liebe Leute. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Wir brauchen irgendwann echt mal einen Agent, der auch mal wieder gut ist. Ne? So, Shop-Menü. So, wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Jetzt machen wir nochmal hier ein Second. Wir haben kein Geld für ein Second Level. Scheiße. Was haben wir jetzt hier? Wir haben schon wieder verloren ohne Ende, ey. Mann, das darf einfach alles nicht wahr sein. Ja, wir speichern das trotzdem mal. Ja, ich gestehe, aktuell läuft es nicht so wirklich gut. Aber, Das
hasse ja auch mal diesen Aufzug brauchen, um hier in die Türen zurück. Aber ich habe ja gesagt, letztes Mal irgendwo, dann könnte der Fluss, die Flussrichtung sein, nur deswegen, dass da immer alle hierher fahren. Ne? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den hier zuerst abgedatet. Aber ich habe gedacht, hier ist der höhere Turm. Brauchen sie öfter, ne? Also wie gesagt, wie ihr Callcenter Chaos spielt, ne? Datet als erstes den Aufzug ab, der hier an den Türen liegt, ne? Weil sonst gibt das Chaos, was ihr hier bei mir gerade am Sehen seid, ne? Mann! Mal gucken, was wir jetzt diesen Tag hier machen, diesen Tag reißen. Es ist, Aber ich gebe noch nicht auf. Nein, ich gebe noch nicht auf. Wir kriegen das irgendwie hin. Auf jeden Fall. Telefonschlag mir. Jill ist am Hämmern dran, ne? Wahrscheinlich hier Kanal von Spiekin 45 oder so, ne? Oder ein bisschen Gronkh gucken, ne? Kann man auch mal zwischen der Arbeit machen, ne? Naja. So. Ja. Wenn jetzt wieder einer an Clown fängt, dann. So, dem hier eine Kündigung schreiben. Mein Titel ist. Okay. Okay. Gut. Was war das? Das war im Moment. War das ein Inbounder? Ja, das war ein Inbounder. Okay. Tja, meine Freunde. Ich bin ein bisschen schweigsam, weil ich aktuell ehrlich nicht weiß, was ich machen soll. Das ist natürlich immer die Sache, ne? Nein, bitte nicht. Okay, 14 Euro ist noch okay. Aber, Moment. Ich bin hier nur am Diebe suchen. Moment, Mitarbeiter ist krank nach Hause gegangen. Wer ist krank nach Hause gegangen? Ich hole mich von meiner Krankitis. Finden, Gedanken. Der hat echt geklaut. Kriegt Urlaub, klaut uns ab und meldet sich krank. Alter. Kündigen, egal, was auch kommt. Ja, ich bin sicher. Was kostet mir jetzt wieder 500 Pfeifen? Ich möchte dir sowieso über Angeln gehen. Ja, verpiss dich, du diebes Gesindel, ey. Also so viel Pech hatte ich ehrlich gesagt selten in dem Spiel. Also ne, schon mehrere Spiele hier angefangen und immer neu probiert und bla bla bla. Aber so viel Pech, so viel Diebe, ne, bin ich ehrlich, habe ich selten gehabt. Ne. Okay, schon wieder einer geklaut. B.O. Willi, ne, die süße Coaches stören meine Konzentration. Hatte ich irgendwann mal erwähnt, ne, dass die B.O.s oder auch die Outbounds ne, teilweise die Coaches als Grund angeben, dafür zu kündigen. Ne. Ja. Ich bin ehrlich, ich weiß aktuell nicht wirklich, was ich machen soll. Schon wieder eine Kündigung. Ich musste zu früh aufstehen. Lane. Okay. Schon wieder. Ich finde, der Lobbybereich ist zu klein für mich. Gekündigt. Okay. Okay. Meine lieben Leute, ich werde jetzt erstmal gar kein neu einstellen. Ich werde mal gucken, was wir so am Tag machen. Ich gucke mir dann gleich auch nochmal die Mitarbeiter an, wie die so aussehen. Ob hier einer nochmal richtig kacke drauf ist. Ganz kurz mal gucken. Oh Gott, oh Gott. Ne, da will ich jetzt gar nicht reingucken. Die kündigen eh und das ist mir dann auch egal. Sollen sie alle gehen? Geht doch, ne? Hol ich mir neue. Ne? Ich bin Kapitalist, ich kann mir das leisten. Schöne Scheiße, ihr Mann. Na, ja, das Spiel ist echt doch ein bisschen hart, ne? Ja, kein Aufbauen, aber auch nicht mehr geschafft, ne? Ja. Ich will gleich mal ein Aufnahmepäuschen machen, mal gucken. Dann die Folgen mal rendern. Ob ich da noch irgendeine Idee kriege, was wir machen können, ne? In 20 ist alles. Ja, wollen wir speichern. Naja. Ja, ich werde jetzt erstmal keinen einstellen. Mal gucken, was wir in den nächsten Folgen so machen. Könnt ihr mal kommentieren, ne? Ein paar Tage werden wir auf jeden Fall noch weiterspielen, mal gucken, ne? Zur Not fangen wir ein neues Callcenter an, mal gar nicht mehr rauskommen aus der Misere, ne? Aber da glaube ich noch nicht dran, ich will auf jeden Fall jetzt erstmal ne, gucken, ne? Dass wir das irgendwie hinkriegen, ne? Und vorher gebe ich auch nicht auf, ne? Erst wenn gar nichts mehr geht, dann gucken wir mal. Ja, und insofern, ja, schöne Scheiße. Und alles nur, weil ich einen Aufzug machen wollte. Und weil die uns beklaut haben, die Schweine haben uns alles geklaut und den Traum zerstört aufzuhören. Wenn mich jetzt sehen könntet, Freunde, dann würdet ihr sehen, dass ich hier... Scheiße. Oh, da kommen die Ersten. Kommt wieder der Klauer.
habe jetzt keinen Bock, den Klauer zu suchen. Seid mir nicht böse, liebe Leute. So, schon wie ganz gekündigt. Kündige schon mich langweilig hier einfach zu Tode. Das ist mal auf jeden Fall was Neues. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ich wollte noch ein BO einstellen, beziehungsweise ein Second Level Agent. So, und dann setzen wir mal hier hin und dann auch direkt Gehalt ändern. So, speichern. So, damit ihr auch gut drauf wart. Das war doch der hier, ne? Ja, der war das. Du gehst schon wieder essen, ja, super. So, einer mit ist krank nach Hause gegangen. Wer ist krank? Der Coach. Bei mir wurde Witzelsucht diagnostiziert. Das kann mit deinen Pompons schon mal passieren. Schon wieder einer weg. Ich wechsle grundsätzlich in der Ballenjob. Okay, okay, okay. Schon wieder einer. Mhm. 8 Stunden sind für meinen Zweck einfach zu viel. Ey Mann, kann ich voll verstehen, ne? Aber Alter, dein Zweck, ne? Ist mir jetzt scheißegal, weil dein Zweck sagt jetzt, ich bin weg und ich bin jetzt auch weg. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an der Sache. Ich bin ehrlich, aktuell bin ich ein bisschen ratlos, aber ich gebe alles. Wir werden das hinkriegen. Irgendwie schaffen wir das, ne? Und ansonsten müssen wir mal gucken. Ja, ich verbleibe, wie gehabt, liebe Leute, in diesem Sinne ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wacker und euer Spielkind sagt auf Wiederhören.